Christoph Gruber, Didier Küsch prüft nochmal, ob er das richtige Glas gewählt hat. Und jetzt so. Hermann Mayer, aufpassen, okay. Auf ihn. Bisschen verkühlt, aber auf. Einmal Achter im Training. Die Zeichen stehen gut. Wie gesagt, Andreas Budau fährt sehr schnell und der Hermann kommt auch sehr gut herein. Hoffen wir, dass er dann 46er hat. 5, 46 hoch, kennt sie aus? Ja, gerade noch, gut. Schön. 46, 98, 23 Hundertstel Rückstand. Jetzt der Hutschopf für Hermann Mayer. Hat er fest abgezogen, um über den Vorbau hinwegzukommen. Springt weit nach links. Also gut, und jetzt kommen die Passagen, wo es Routine braucht. Ja. Das könnte ihm liegen. Halbweg. Geht Kleine auf. Sieht flott aus, ja. Da rein. Sieht flott aus. Treibt ihn noch ein bisschen nach rechts. Nächste Zwischenzeit für Hermann Mayer. 73,3 ist nicht unbedingt ganz schnell. Aber er ist dabei. Schauen wir uns das an, 59, das ist ein Nuller, das ist ein 0,1,12, okay, voll dabei. So, und jetzt kann man hoffen, dass ihn diese leichte Grippeinfektion, die er da hat, nicht zu sehr geschwächt hat. Der Obach kommt volles Geschäft her zum Silberhornsprung. 25 Hundertstel fehlen Hermann Mayer auf die Führung. Und das Ziel, es ist nochmal technische Passage. Anspruchsvoll, Kraft so. Sollte er haben. Bring das oben, Hermann, dann ist das ein super Lebenszeichen von dir. Oh ja. Ja. Oh ja, das sieht nicht schlecht aus. Das letzte Tor niedergerissen, Hermann Mayer im Ziel mit. Dritten Platz. 41 Hundertstel Rückstand. Platz 3 für Hermann Mayer. Ja, aber das ist einmal was, wo er zufrieden sein kann. Ja, ich weiß nicht so recht, wie er damit umgeht, aber zeitmäßig ist er einmal voll dabei. Im Ziel ist zwar noch ein bisschen was gekriegt, 1600, aber wie gesagt, eine Leistung, auf die man bauen kann. Das war